Herzlich willkommen zum dritten Video aus der Reihe zu PickPick. Hier möchte ich dir dann zeigen, wie man Bildschirmausschnitte auswählen kann, wie man diese Bilder dann vergrößern, verkleinern kann, wie man Ausschnitte oder gesamte Videos auch drehen kann und diese Videos dann mit Effekten versehen kann. Als erstes möchte ich dir aber zeigen, dass es bei PickPick sich an und für sich natürlich um ein Screenshot-Programm handelt. Also du kannst den Bildschirm abfotografieren, das habe ich ja schon im ersten Video gezeigt. Es gibt darüber hinaus natürlich ganz tolle Möglichkeiten auch der Bildbearbeitung mit PickPick. Und dazu gehört das natürlich, dass ich beliebige Bilder hier einfügen kann, auch Bilder, die ich nicht mit PickPick ursprünglich selber erstellt habe. Ich gehe dazu ganz normal auf Datei, wähle mir Öffnen, wähle mir das Verzeichnis aus und habe hier dann zum Beispiel eine Datei, die ich nicht mit PickPick vorher bearbeitet habe und klicke auf Öffnen und habe sie dann hier dementsprechend schon da. Ich kann jetzt hier auf Auswählen gehen. Habe mehrere Möglichkeiten, hier alles auswählen oder nur eben einen bestimmten Ausschnitt und könnte jetzt hier zum Beispiel einen Ausschnitt in der Mitte hier wählen. Es geht hier dieses Auswahlbereich auf, haben jetzt hier und dabei ist es zu beachten, wie bei den meisten Grafikprogrammen, dass alle Feinheiten, die ich jetzt hier vornehme, solange dieser Auswahlbereich hier geöffnet ist, sich auch wirklich nur auf diesen inneren Bereich bezieht. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel hergehe und hier Effekte wähle, hier zum Beispiel invertieren wähle, bekomme ich hier eine ganz eigene Sichtweise. Wenn ich jetzt hier herübergehe, was siehst, ich kann hier umschalten zwischen diesen mehreren Grafiken, die ich jetzt erinnern habe, und hier dann zum Beispiel Effekte wähle, auf invertieren gehe, schaut das jenseitig irgendwie aus. Ich kann hier dann noch andere Effekte wählen, ich kann hier zum Beispiel Graustufen wählen. Aber bevor ich das mache, mache ich vielleicht den Effekt rückgängig und kann dabei gleich zeigen, wie das geht. Macht das entweder so oder mit der Tastenkombination Steuerungstaste Z. Ich bin gerade bei den Effekten, ich wähle hier Graustufen, mache das hier beim romantischen Blick vielleicht auch, mache da hier vor ebenfalls rückgängig diesen Ausschnitt hier, wähle mir hier wieder einen Ausschnitt, wähle mir hier Effekt, gehe auf Graustufen und man sieht, außenrum ist es farbig und hier drinnen habe ich jetzt Grau. Wieder rückgängig, will einfach einen Ausschnitt in Pixel auflösen, bedeutet, je mehr ich jetzt hier vorangehe, umso ungenauer wird das Bild, das heißt, umso mehr Pixels werden herausgenommen. Wenn ich das jetzt so mache, wird das Bild schon sehr undeutlich, wenn ich zurückgehe, alles beinahe wie die vorgehende Form, ich gehe auf Abbrechen und die Auswirkung bleibt nicht erhalten. Ich kann natürlich auch das gesamte Bild hier auswählen, mich alles auswählen, nehmen, dann sieht man, dass hier der Randbereich sich ebenfalls verändert hat und die Effekte würden sich jetzt auf das gesamte Bild hier auswirken. Ich kann jetzt hier Rahmen wählen, ich kann jetzt hier zum Beispiel einen Spring Node zum Beispiel wählen, ich klicke auf OK und man sieht dann, dass meine Grafik hier ergänzt wird mit einem Rahmen und hier oben schaut das aus, als wäre das hier gelocht über seine Ringmappe. Man kann das Ganze dann hier seine gesamte Grafik dann abspeichern. Ich mache das jetzt hier wieder rückgängig. Gehe hier auf Wasserzeichen und habe jetzt hier die Möglichkeit, andere Grafiken hinten auf das Bild, über das Bild praktisch zu legen. Wenn ich jetzt hier auf OK gehe, würde dann hier dieses CC eingeblendet werden und dieses CC ist eigentlich nichts anderes als eine bereits vorhandene andere Grafikdatei und da bietet aus PickPick schon gewisse Vorlagen. Ich zeige mal, wo diese Grafiken praktisch hinterlegt sind. Ich gehe nur auf Wasserzeichen und kann hier den Pfad dann verändern. Kann hier eine andere Wassermarke zum Beispiel nehmen. Aber an und für sich handelt es sich um einfache Grafiken. Wenn ich die hier selber bearbeiten würde, könnte dann zum Beispiel eine andere Schriftzug dann zum Beispiel da drinnen stehen. Klick auf Abbrechen. Füge jetzt kein Wasserzeichen ein, sondern möchte dann, nicht vergessen natürlich den gesamten Ausschnitt hier zu wählen, auch wieder mit Steuerungstaste A, gehe auf Effekte und habe wieder Möglichkeiten, zum Beispiel Helligkeit und Kontrast zu verändern. Wenn ich jetzt hier ein Foto habe und die Helligkeit vergrößere, wird es dementsprechend heller, macht aber nur dann einen Sinn, der Starter ist übrigens bei 0 immer, macht das nur dann einen Sinn, wenn das Bild von vornherein schon gewisse Schwächen hat. Jetzt versetzen wir dieses Bild dann in einen Dämmerzustand. Und ich setze es wieder auf 0 oder ich gehe einfach mit Abbrechen raus, das hat die ursprüngliche Fassung. Dann kann ich hier auf den Farbton zum Beispiel gehen,
kann ich ein bisschen experimentieren. In beide Richtungen. Dann wird das gesamte Bereich deutlich dann dargestellt. Ich kann hier die Sättigung zum Beispiel der Farbe verändern, je nachdem, was ich hier nehme. Denn die Farben hier wesentlich kräftiger, kommen hier kräftiger zum Tragen. Wäre vielleicht sogar eine Überlegung wert. Dann die Farbbalance. Ich habe die Möglichkeit, das RGB-Modell hier anzuwenden. Ja, wenn ich jetzt alles in diese Richtung setzen würde. Oder da herüber. Ich kann auch hineinklicken. Kann das hier dann dementsprechend verstellen. Kriege ich zum Teil sehr ungewöhnliche Aufnahmen geliefert. Klick auf Abbrechen. Ich habe dir jetzt also die Effekte hier vorgestellt. Darüber hinaus gibt es natürlich auch da noch praktische Möglichkeiten, um etwas dann zuzuschneiden. Ja, das Programm PicPic muss ich wissen, welche Größe ich etwas zuschneide. Wenn ich jetzt hier reingehe, habe ich ja hier das dann schwarz-weiß umgewandelt, gehe wieder hierher. Wenn ich jetzt nur einen bestimmten Bereich mehr auswählen möchte, wie hier den Kopf, merke ich, dass das jetzt hier nicht passt. Wenn ich jetzt so hineingehe, merkt man, dass sich das gleich auswirkt auf die entsprechende Person, die dann verschoben wird. Mache das rückgängig, wähle von vornherein hoffentlich richtig aus. Und kann jetzt hier dann zum Beispiel auf Zuschneiden gehen. Ich habe das Bild hier dann zugeschnitten. Kann es wieder rückgängig machen. Gehe vielleicht wieder hier herein. Und möchte das ganze Bild in seiner Größe verändern. Dadurch wähle ich jetzt wieder mal das gesamte Bild aus. Klicke auf Größe. Habe jetzt hier zwei Möglichkeiten. Ich kann das gesamte Bild in seiner Größe verändern. Geht so 50%, dann wird das gesamte Bild in der Größe verändert. Man merkt, dass hier der vorgehende Bereich war, hat hier eine Breite gehabt von etwa 800 Pixel und eine Tiefe dann praktisch von 600. Macht das wieder rückgängig, wenn ich nicht so zufrieden bin. Gehe nochmal herein, gehe auf Bildgröße. Kann aber auch hier bereits fix bestimmte Größen vorgeben. Die Ausgangssituation ist ja 800 hier in der Breite und in der Höhe 600. Und kann jetzt hierher gehen, wenn ich das Hackerl habe, zum Beispiel sagen, ich mache es nur 700, dann verändert sich auch die Höhenangabe. Das hängt damit zusammen, dass ich hier das Hackerl für Seitenverhältnis beibehalten gewählt habe. Und es verändert sich wirklich schön proportional. Wenn ich aber wieder jetzt hier hereingehe, Größe wähle, bei fester Größe nehme das Hackerl weg, und würde jetzt hier die Höhe verstellen auf 400. Wie gesagt, ich habe das Hackerl hier weggegeben. Wird das Ganze dann nach oben geschoben und dementsprechend, wenn hier dann die der Baumstamm wird dann dementsprechend dann noch dicker. Wenn ich hier weitermachen würde, wieder das Hackerl hier weggeben würde, die Höhe dann vielleicht von 250 einstellen würden, dann schiebt sich das Ganze nochmal nach oben, man sieht es hier und dementsprechend wird das dann immer, wenn bestimmte Bereiche halt dann immer fetter dargestellt. Auch eine ganz eigene Sichtweise. Ich mache das hier rückgängig und noch einmal rückgängig und habe dann hier wieder den Originalzustand des Bildes und hätte dann hier bei der Bildgröße an und für sich, glaube ich, die wichtigsten Punkte dann gezeigt. Habe aber dann noch die Möglichkeit, hier den Arbeitsbereich zu bearbeiten. Arbeitsbereich bedeutet an und für sich der Bereich, in dem letztlich hier dieses Bild liegt. Ich habe hier eine Ausgangssituation von 800 mal 600. Wenn ich jetzt hierher gehe und die Breite verändern wollte, zum Beispiel von 1000, die Höhe belasse ich vielleicht gleich, dann kann ich hier den Arbeitsbereich verstellen. Ich kann zusätzlich hier noch den Hintergrund des Bildes verstellen und könnte jetzt hierher gehen und hier dann zum Beispiel grün nehmen. Du wirst gleich sehen, welchen Sinn das dann hat. Klicke hier auf OK, habe hier diesen weißen Bereich, den grünen Bereich hat er nicht übernommen, das muss ich danach schon, woran das gelegen hat. Aber jetzt auf jeden Fall den Arbeitsbereich vergrößern. Und der Vorteil ist jetzt, wenn ich hier zum Beispiel einen Text einfügen möchte, und schreibe jetzt hier hinein, das ist ein Wald in Italien. Ich nehme hier eine schöne große Schriftgröße. Dann siehst du, dass der gesamte Text, das ist im Wald Italien, nicht abgebildet wird, sondern nur innerhalb des Arbeitsbereiches. Wenn ich jetzt hier hinausgehe, würde es abgeschnitten werden. Das heißt,
Arbeiten an einem Bild, an der Grafik sind innerhalb des Arbeitsbereiches möglich. Das ist natürlich dementsprechend schon ganz toll, wenn ich ein Bild zum Beispiel beschriften möchte und außerhalb des eigentlichen Fotos zum Beispiel etwas machen möchte, hier einen Text einfügen, wie ich es gehabt habe und dann vielleicht einen Pfeil zum Beispiel einfügen möchte, dann habe ich hier nur begrenzte Möglichkeiten, wenn ich nicht hier diesen Auswahlbereich da größer machen kann, indem ich eben hier den Arbeitsbereich auch dann dementsprechend vergrößert dargestellt habe. Ich kann hier dann auch noch hergehen, neben der Größe, kann ich hierher gehen, auch dann noch meine Grafik dann drehen. Ich habe dann hier dementsprechend, dann, wenn ich mir das rauf und runter zoome, habe die Grafik dann gedreht, mache das wieder rückgängig und habe dementsprechend alle Möglichkeiten hier durchzugehen. Ich kann auch horizontal zum Beispiel das Ganze dann spiegeln praktisch. Dreht sich hier auch dann diese Grafik dann, also der Text dann ebenfalls mit. Also wenn, bevor man dreht, sollte man, bevor man den Text einfügt, sollte man sich erst überlegen, wo man den, bevor man das eben spiegeln kann. Ja, dann einfache Möglichkeiten, hier etwas in der Darstellung zu vergrößern. Das Bild wird nicht selber dann vergrößert, man sieht es hier, sondern es wird einfach nur auf dem Bildschirm größer dargestellt. Wäre dann hier noch eine Möglichkeit. Und man kann dann hier überlegen, zum Beispiel, ob man eine Bilddatei einfügen möchte oder aus einer Zwischenablage, zum Beispiel aus einem anderen Programm, hier etwas einfügen möchte. Weitere Möglichkeiten mit PicPic etwas zu machen, stelle ich dann im nächsten Video vor.